Das Wollidus in der Kämmerei Gasse 10. Wir schauen uns heute jeweils eine Epoche aus den 80ern, den 90ern sowie Anfang 2000 an. Bevor wir in die Vergangenheit reisen, besuchen wir das Wolle in der Gegenwart. Mitte Januar 2022. Anita, erzähl mal, du hast jetzt hier seit wann das Wollidus? Seit dem 14. September 2001. Von wem hast du es denn übernommen? Das stand über ein Jahr leer und dann habe ich es gesehen. Also ich habe mir etliche Gaststätten und Kneipen angeguckt. Okay. Und da habe ich es oben gesehen, habe ich gesagt, niemals übernehme ich niemals. Mhm. Und dann hat mein Verpächter gesagt, ich schließe mal auf, geh mal mit runter. Da bin ich hier runtergekommen, habe das unten gesehen. Und hast dich verliebt? Geht das Klavier noch? Das Klavier ist verstimmt, das hat ja immer hier bei Malte gebrannt. Also so ein Schwellbrand war mal hier und seitdem ist es halt. Okay. Und so die jetzige Zielgruppe, wo bei dir ist, ist das so Metal-Keller? Das ist Metal-Keller, aber das kommen auch Otto Normaler rein. Also die Musik ist eigentlich Hintergrund, das ist nicht so laut. Okay. Also das ist für jeden geeignet, für jeden. Und wie lange hast du es noch vorzuführen? Ich hoffe noch lange. Das kommt drauf an. Also Corona hat uns ganz schön gebeutelt, muss ich leider sagen. Beutelt uns immer noch. Mhm. Das kommt drauf an, wie man sich noch weiter finanziell, wie es weitergeht. Wann bist du nach Bayreuth gekommen? Ende November 1977. Ich kam direkt aus Jure-les-Pins, Antibes, am Mittelmeer, also die French Riviera, sozusagen. Und dann war ich der Vater Falden von der Ladenpassage, die Dynastie, die Eisdynastie. Falden hat mir gesagt, du, in die Kämmerei Gasse ist was zu machen, vielleicht da. Ja. Habe ich kreiert, ja. War deine Kreation alles? Ja, und ich habe alles selbst per Hand gemacht, was Holz angeht, also die Mauerarbeit und so, Keller aus St. George gemacht. Ah, okay. St. George. Du hast dann 1984 eröffnet. Ja. Die
Die Eröffnung war am Freitag, den 23. März 1984. Soweit sich Sean Mück noch erinnern kann. Der Thomas Gottschalk war mal bei dir. Das war eine Idee von Bertie, von Bertolt Marschall, der leider von uns gegangen ist. Mhm. Und er hatte eine Premiere mit einem Film in Bayreuth, in dem Tommy Gottschalk gespielt hat. Und er hat gesagt, du, nach der Premiere mache ich, machen wir was bei dir. Und deshalb war Gottschalk bei mir. Das Leben geht. Jetzt bin ich in mein 75. Lebensjahr. Mhm. Und immer wunderschöne Erinnerungen an meine andere Arbeit. Ich sage, meine andere Heimat. Ich sage nicht mal meine zweite, ich meine meine andere Heimat. Oh. Ich habe zwei Heimat. Am Anzieh, wo ich geboren wurde, und Breit, wo ich wie mein Leben gemacht habe, sozusagen. Ich liebe Breit. Das wohl in Bus zu übernehmen bei dir. Der kommt doch aus dem Norden. Gar nicht. Wir wollten ein Wochenende Urlaub machen hier. Okay. Und dann haben wir eine flüchtige Bekannte von mir getroffen hier in Bayreuth, die zu der Zeit gerade das Café Brasil eröffnet hat. Und die fragte uns, ob wir hier bleiben möchten und die Eröffnungsfeier mitmachen möchten, weil wir doch aus der Gastronomie kommen und sie ja gar keine Ahnung hatte. Und dann haben wir gesagt, wir bleiben 3 Tage hier, machen die Eröffnungsparty. Und dann sagte sie danach, sie würde uns gerne ganz behalten. Und dann haben wir uns das überlegt und da wir keine Anschlussjobs in Hamburg hatten, haben wir gesagt, okay, ein halbes Jahr halten wir das aus. Dann haben wir den Schmelzle kennengelernt. Der hat dann Malte abgeworben. Der hatte nämlich damals das Vollidus übernommen. Brauchte auch jemanden für den Tresen. Und nach ein paar Wochen kam er bei uns an und sagte, so, er macht das jetzt noch, also O-Ton Schmelzle war, ich will jetzt hier noch ein Jahr Königin der Nacht spielen und dann ist das eure Kneipe. Okay. Und das haben wir eben nicht so ganz abgenommen, weil, warum? Aber dann hatten wir sie. Wir haben relativ schnell eine Spezialität aus Hamburg mitgebracht, den Sauren. So eine Eigenkreation aus verschiedenen Zutaten. Das ist der einzige Schnaps, den wir in unserer Gastronomie-Erfahrung kennengelernt haben, der sowohl ihm als auch ihr schmeckt. Und den haben wir literweise verteilt.
1996, im Juli müsste es gewesen sein, im Sommer oder August sogar, gab es einen Schwellbrand im Molibus. Was ist denn da passiert? Wie ist das ausgegangen? Also da sind wir, da hatten wir das erste Mal Urlaub gemacht, wo wir gesagt haben, wir fahren jetzt mal eine Woche nach Hamburg. Und dann waren wir gerade einen Tag da. Und montags war immer Bierbestellung und dann, wir hatten Personal, was uns in der Zeit vertreten hat. Und dann habe ich am Montag angerufen wegen Bierbestellung, ob das alles funktioniert. Und es ist keiner ans Telefon gegangen abends. Und da wurde ich schon ein bisschen stutzig und dachte so, oh, komisch, ne? Aber wir dachten, vielleicht gehen sie auch nicht ans Telefon, weil so viel los ist. Und so. Und am nächsten Morgen, Malte hatte noch geschlafen, klingelte dann das Telefon. Und das war jemand von dem Personal dran und meinte, es wäre besser, wir würden schnell wieder nach Bayreuth zurückkommen. Und ich dann so, ja, warum das denn? Ja, es hat gebrannt. Und ich so, was? Das hat gebrannt? Ja, das hat gebrannt, ihr müsstet wiederkommen. Und dann war ich völlig aufgelöst und musste Malte das irgendwie schon beibringen. Und dann sind wir sofort wieder ins Auto, Richtung Bayreuth und haben uns auf der Fahrt darunter immer überlegt, ja, was kann passiert sein und wie schlimm ist denn das? Und dann sind wir angekommen und es war alles noch schlimmer, als wir gedacht haben. Es hat zwar kein offenes Feuer gegeben, aber ein Schwelbrand, aber die ganze Kneipe war hin. Die Boxen sind von der Wand geschmolzen, die Flaschenköpfe sind weggeschmolzen, der ganze Laden war vollkommen verrußt. Selbst in den Kühlschränken, überall. Und ihr musstet dann zu zweit wieder alles herrichten? Ja, wir haben dann versucht, das wieder zu richten und dann kamen im Laufe der ersten Tage immer mehr Gäste von uns vorbei, die immer gesagt haben, komm, wir helfen jetzt, wir wollen, dass das hier ganz schnell wieder auf ist, damit wir wissen, wo wir hinkommen. Mit gemeinter Kraft alles wieder hergerichtet. Über 6 Wochen lang, während der Festspielzeit, haben wir dann draußen alles Mobiliar auf die Straße gestellt, alles geputzt, in den Kühlschränken, zwischen den Tischen. War viel Arbeit, aber es war schön, die Gemeinschaft zu sehen, wie viele Helfer wir auf einmal hatten, dass wir wirklich angekommen sind, dass wir gemerkt haben, wir haben Freunde gefunden, gute Bekannte, Stammtische, die bis heute bestehen, wo wir immer noch freundschaftliche Beziehungen haben, die uns einfach damals geholfen haben. Dann kam Anfang 97, ihr habt die Kneipe zugemacht und an den Nachfolger übergeben. Was war denn der Grund dafür? Also, die Kinder haben irgendwann angefangen, Tante und Onkel zu sagen. Und wir haben festgestellt, dass alle richtig viel Geld verdienen, also die Brauerei, unser Verpächter. Aber bei uns irgendwie, ja, die Menge an Arbeit hat das Ergebnis nicht gerechtfertigt. Wir haben nur noch Nacht gelebt, also soziale Kontakte waren fast nicht da. Wenn man auf eine Party gegangen ist, ist man nachts um 1 auf die Party, da waren alle schon betrunken. Also so schnell hätte man gar nicht trinken können, um auf das Niveau zu kommen. Und dann haben wir uns auch überlegt, wir hatten ja schon ein gewisses Alter und wollen wir das wirklich bis in alle Ewigkeit machen oder wollen wir vielleicht auch mal was Vernünftiges machen? Und haben dann uns schweren Herzens dazu entschlossen, nochmal einen Neustart zu machen. Und der dann die Kneipe danach genommen hat, war einer der Stammgäste. Der stand, als wir unseren Entschluss gefasst haben, am Tresen und sagte, wenn ihr irgendwann mal meint, ihr möchtet die Kneipe aufgeben, dann sagt mir bitte Bescheid. Und da haben wir direkt gesagt, Bescheid. Maria hat hier das Gästebuch der Abschiedsfeier liegen und das ist vollgeschrieben. Und ein besonderer Dank, Grüße. Es gibt Stammtische, die Hydranten, die ganzen Studentenverbindungen, ja, die das, Einzelpersonen. Also das Besondere fand ich bei uns auch, dass es nicht jetzt nur so auf Studenten fokussiert war oder auf Schüler, sondern wir waren ganz breit aufgestellt. Unser ältester Gast war fast 90, der Toni. Der Jüngste war, das darf man gar nicht erzählen, 14, das Fritzler. Genau. Viele schöne Geschichten erlebt, viele, viele schöne Geschichten.